Hallo zusammen, mit dem heutigen Video nehme ich an einem Tag teil, und zwar dem Ask Me Anything Tag. Und zwar ist der vom Tienchen und sie hat mich hier getaggt. Und es geht darum, einige private Fragen über einen selbst zu beantworten. Und ich male nebenbei ein bisschen in meinem Art Journal rum, so dass das dann nicht ganz so langweilig ist. Also das ist dann auch immer passend zu dem Thema. Und dann fangen wir gleich mal an mit den Lieblingsfarben. Und die erste seht ihr hier auch schon, das ist blau. Und meine zweite Lieblingsfarbe ist rosa, wie ihr hier jetzt auch prima sehen könnt. Am Ende dieses Videos werde ich dann auch eine Person benennen, die ebenfalls an diesem Tag teilnehmen soll. Und so soll dann eine Kette entstehen und das Ganze soll immer weiter und weiter gehen. Ja, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Die Fragen seht ihr übrigens auch alle noch einmal in der Infobox. Und zwar ist die zweite Frage die nach dem Lieblingstier oder den Lieblingstieren. Mein erstes Lieblingstier sind Schmetterlinge. Das habt ihr sicher auch schon in dem ein oder anderen Video bei mir gesehen. Ich arbeite auch gerne mit Schmetterlingen im Bastelbereich. Und mein zweites Lieblingstier sind Giraffen und dann mag ich auch Pinguine noch sehr gerne. Also ich habe mehrere Lieblingstiere, ja, Tiere, die mir einfach sehr gut gefallen. Aber generell mag ich eigentlich fast alle Tiere sehr, sehr gerne. Die dritte Frage lautet: Magst du Blumen oder Pflanzen und wenn ja, welche? Ich mag Blumen sehr, sehr gerne. Ich habe auch einen kleinen Garten bei meiner Wohnung dabei. Dort pflanze ich regelmäßig verschiedene Blumen ein. Ich mag gerne Gerberas, das sind meine Lieblingsblumen. Aber ich finde auch alles, was schön kräftig blüht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Bäume finde ich auch sehr schön, so die Kirschbäume, wenn die jetzt blühen, oder Apfelbäume. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Und auch drin bin ich ein Freund von Orchideen. Und Palmen finde ich auch ganz schön. Die erinnern mich immer ein bisschen an Urlaub. Ja, also generell mag ich Blumen und Pflanzen sehr, sehr gern. Die nächste Frage lautet: Welches ist deine liebste Jahreszeit und warum? Da ich ja bereits erwähnt habe, gerne Pflanzen und Blumen mag, gefällt mir der Frühling am allerbesten, denn dort entdeckt man langsam wieder alles Grüne, langsam kommen die Tulpen heraus, die Maiglöckchen und auch sonst alles wird wieder grün, die Bäume bekommen wieder Blätter und alles sieht gleich viel, viel freundlicher aus und die Temperaturen steigen auch langsam an, dass man dann wieder draußen sitzen kann. Und deswegen gefällt mir der Frühling einfach am besten. Die nächste Frage lautet: Was sind deine Hobbys außer Basteln und womit bastelst du am liebsten? Mein größtes Hobby ist es, mich mit meinen lieben Menschen zu umgeben, mit meiner Familie und meinen Freunden und schöne Dinge zu unternehmen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Zu Hause einen schönen Film gucken, draußen spazieren gehen, aber auch ins Kino gehen, etwas trinken gehen, was auch immer. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, das gefällt mir einfach am besten. Und dann war ja noch die Frage, womit ich am liebsten bastel. Und da kann ich beantworten, dass es sich dabei um Papier handelt. Der ein oder andere hat es in meinen Videos sicher schon gesehen, dass ich dort sehr viel mit Papier bastle. Und dann bastel ich auch noch gerne mit Perlen, ein paar Schmuckteilchen oder Schlüsselanhänger. Das gefällt mir dort momentan am liebsten, aber das kann sich auch immer mal wieder ändern. Die sechste Frage lautet: Was ist dein Lieblingsgericht und was ist dein Lieblingsgetränk? Ich trinke gerne so gemischte Sachen wie zum Beispiel Cocktails, aber auch gerne Kaffeegetränke wie Latte Macchiato oder Karamell Macchiato. Sowas trinke ich sehr gerne. Und beim Essen, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt drauf an, worauf ich gerade Appetit habe. Ich mag gern Sachen mit Gemüse. Fleisch muss für mich nicht unbedingt immer dabei sein.
Und ich mag gerne Erdbeeren, besonders jetzt in dieser Zeit. Da können es für mich gar nicht genug Erdbeeren sein. Und generell mag ich Obst sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten Nudeln mag ich auch ganz gern. Oder solche Wokgerichte. Ja, das esse ich alles gerne. Also ich habe nicht ein konkretes Lieblingsgericht. Die nächste Frage lautet: Was ist dein Sternzeichen und was sind seine Eigenschaften? Also, ich bin vom Sternzeichen ein Steinbock und ein Steinbock neigt zum Perfektionismus. Das ist bei mir jetzt beim Basteln nicht unbedingt gegeben. Ihr werdet ja vielleicht schon gesehen haben, dass ich jetzt nicht immer so perfekt alles bastle, sondern eher es mir um den Spaß geht und es nicht immer alles so super akkurat sein muss. Aber sonst in meinem Leben stimmt es schon. Ich bin immer sehr bestrebt darum, dass alles perfekt ist. Bei der Arbeit muss immer alles gründlich gemacht werden und möglichst perfekt, und auch zu Hause möchte ich möglichst, dass immer alles perfekt ist und nichts schief geht. Ja, eine weitere Eigenschaft ist auch, dass man sparsam ist und nicht so viel Geld ausgibt. Das ist bei mir eigentlich auch der Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich geizig bin, aber ich überlege schon immer sehr, sehr gut, wofür ich mein Geld investiere. Auch wenn das vielleicht bei meinen Haul-Videos nicht immer so aussehen mag, aber ich bin schon immer sehr darauf bedacht, dass ich mir überlege, wofür ich die Dinge brauche und ob das jetzt wirklich notwendig ist, sie zu kaufen. Mehr Eigenschaften fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ich bin auch nicht jemand, der sich so sehr für Astrologie interessiert. Ein bisschen interessant finde ich schon, aber ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Ich lese auch keine Horoskope oder so etwas. Ja, da kann jeder an das glauben, was er möchte, oder von dem überzeugt sein, was er möchte, aber meine Sache ist das jetzt nicht so. Die nächste Frage lautet: Welche Filme, Serien und so weiter magst du am liebsten? Und zwar mag ich gerne traurige Filme oder auch Filme, bei denen man so richtig lachen kann. Die gefallen mir am besten. Dieser Film Still Alice, bei dem es um Alzheimer ging, den fand ich sehr, sehr gut und aber auch sehr, sehr traurig. Den habe ich kürzlich gesehen. Und am liebsten schaue ich als Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ja, das schaue ich einfach gerne. Die nächste Frage lautet: Woher kommst du? Ich komme aus Norddeutschland und zwar aus der Nähe von Hamburg. Ich mag es auch sehr, hier zu wohnen, weil es nicht weit ans Meer ist, und das Meer finde ich einfach super, super schön. Und es gibt hier ja auch allgemein sehr, sehr viel Wasser, die Elbe, die Alster, überall ist Wasser vorhanden und das gefällt mir einfach so gut an unserem Norden und besonders an Hamburg. Die letzte Frage lautet: Was ist bzw. wäre dein Traumberuf? Mein Traumberuf war es immer, Dekorateurin bzw. Schauwerbegestalterin zu werden. Daraus ist leider nichts geworden. Ich habe damals keinen Ausbildungsplatz in diesem Bereich gefunden, da die Anzahl der Plätze sehr, sehr begrenzt war. Und somit habe ich mich dann anders orientiert und bin letztendlich im Büro gelandet, was mir aber auch sehr, sehr gut gefällt. Hat nur leider nichts mit Kreativsein zu tun, meine Stelle, die ich momentan ausführe. Aber das ist auch gar kein Problem, da ich dann in der Freizeit kreativ bin. Ja, das war jetzt der Tag. Ich bin jetzt mit den Fragen soweit durch. Ihr seht hier jetzt eine total durcheinander gewürfelte Art-Journal-Seite. Aber ich hoffe, euch hat das gefallen, dass ich das jetzt so ein bisschen begleitet habe. Ich denke, das ist spannender, als wenn man jetzt nur meine Hände sehen würde oder einfach nur ein schwarzes Bild oder was auch immer.
So habe ich das dann noch ein bisschen künstlerisch ausgefüllt. Dann komme ich jetzt noch zu meiner Nominierung bzw. zu der Person, die ich taggen möchte. Und zwar ist es die Caro von Caros Craft Corner. Und den Kanal verlinke ich auch einmal in der Infobox. Genauso wie das Video auch vom Tienchen, die diesen Tag ja ins Leben gerufen hat. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Zusehen dieser Videos und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss.